Hallo Leute, so sieht ein Lubinenacker 3 Wochen später aus. Unkraut ist relativ viel aufgelaufen. Jetzt bin ich mit meinem 2,80 Meter Huhnmulcher unterwegs. Natürlich im 45 Grad Winkel und mulche dieses Kraut schön kaputt. Und rubber es gleichzeitig mit 3 Meter Rabe stehen, rubber flach ein. Das lasse ich dann meistens so 1-2 Wochen so liegen und dann kann man das mit dem Horschgrubber sauber, mit dem Horsch Terrano sauber tiefen durchgrubbern und reindrehen. Ab und zu bleiben halt mal so Schrucken stehen, aber meistens gehen die dann schön mit durch. Also das habe ich gestern schon gegrubbert. Das sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, wenn man das zweiten Grubberstrich wieder in normaler Fahrtrichtung macht, geht das schon. Bloß wie gesagt, mein 6420, den quält es natürlich hier natürlich richtig. Gut, ja, das wollte ich euch mal zeigen, wie man so mit, wenn der Mähdrescher das nicht unbedingt will, macht. Diese 45 Grad Winkel mache ich nur, weil sich sonst, wenn man es nicht richtig trifft, das Schwatt, sich das hinten im Grubber aufstauen kann und dann gibt das so eine Haufen wie da. Also das muss man ja nun nicht unbedingt haben. Wenn man da so ein paar Häufchen drin hat, ist das natürlich nicht so schön. Die kriegt man, die stoppen dann meistens auch den Horschgrubber zu, obwohl er einen relativ großen Durchgang hat. Aber meistens fahre ich den Heimer noch in den Gegensitz. So sieht das dann aus, wenn man die Schwatt entlang arbeitet. Das ist schon ganz schön risikobehaftet, dass das doch irgendwo stoppt. Ich habe den Mulcher so eingestellt, dass er hier manchmal so ein bisschen, so ein kleines bisschen doppelt macht und mal ein bisschen, ein kleines bisschen stehen lässt. Das hat den Vorteil, dass man hier, wenn sich so ein Berg aufgeschoben hat, dass man ihn zack einfach mit durchmulcht. Weg ist er. Wie gesagt, 45 Grad macht durch Sinn. Das kann man ganz einfach hier mit dieser Quickline machen. Das ist also nicht so schwierig. Hier habe ich halt das normale, ganz alte Lenkrad, Shondere 200 drauf, was noch ein bisschen laut ist. Ja, und ab und zu eine Fehlermeldung, dann muss ich nochmal der Sache auf den Grund gehen, immer dieser Generatorfehler. Vielleicht weiß einer darüber bei der Shondere 20er Serie Premium, was dieser Generatorfehler auslöst. Also ich habe jetzt Batterie neu, Lichtmaschine neu, alle Massepunkte kontrolliert, alle Pluspunkte kontrolliert. Ich habe 14,3 Volt an der Lichtmaschine und an der Batterie. Aber hier in der Kabine kommen leider nur, Moment, das muss ich mal gucken, kommen leider nur 13 an. Ich weiß, dass das Kabel unterwegs relativ viel verliert. Leider macht er, jetzt habe ich noch, leider macht er dann immer ab und an mal eine Fehlermeldung. Je mehr Arbeitsscheinwerfer oder Verbraucher an sind, je mehr Fehlermeldungen gibt das. Also hat da einer eine Idee, gibt es da irgendwie einen Umrüstsatz oder neue Software, dass er nicht so sensibel darauf reagiert? Wenn einer mal was weiß, dann kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, upsi. Man muss natürlich nicht in lockeren Boden mit dem Mulcher rein, denn will der Trecker immer ausziehen. Das ist doof. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Bitte Kanal abonnieren, wenn ihr nicht schon habt. Glocke aktivieren, damit ihr neue Videos von mir kriegt. Und ja, ein Daumen hoch wäre auch gut, damit ich bei den YouTube-Ranking weiter nach oben komme. Wäre echt super. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.